Oh mein Gott. Ah, ne. Der ist trocken. Ich wollte mich gerade setzen. Da habe ich gesehen, das ist feucht. Ah, Spiel! Ich weiß nicht, was mit meinem GPS los ist, Mann. So unnötig. GPS! So, einmal neu starten und jetzt funktioniert's. Heute, was geht ab, Leute hier? Wir sind wieder unterwegs. Heute haben wir endlich mal wieder ein bisschen mehr Zeit. Wir können ein bisschen zocken, die ganzen Raids hier machen. Event ist ja jetzt nicht so toll. Es gibt nichts Besonderes, außer die Shiny Nidorans für die Leute, die nicht auf dem GoFest waren. Ich habe die zum Glück schon bekommen, sogar vor dem GoFest. Deswegen machen wir komische Raids an Arenen, wo wir die Arena-Punkte gebrauchen können. Die komischen Raids sind halt Sachen, die es halt nur in den Raids gibt. Habe ich noch in 100 oder Shiny brauche. Vor allem 100, aber auch Shiny. Und heute können wir endlich mal wieder 100 Geschenke oder alle Geschenke für unsere Freunde sammeln, denn die letzten zwei Tage haben wir nicht so viel gezockt. Checkt das Video von gestern ab. Da habe ich darüber erzählt, wie viel ich zocke und ja, dass wir in den letzten zwei Tagen nicht so viel gezockt haben. So, schauen wir mal. 11.35 ist leider kein 100er. Hier ist es ein Shiny. Nein, ist auch kein Shiny. Und wir machen weiter mit noch einem Flunkiefer. Es geht jetzt eigentlich die nächste Zeit immer so weiter, außer es kommt irgendein Event. Ich will ja mehr raiden für die Arena-Punkte und eben auch endlich mal diese ganzen Sachen wie Flunkiefer, Shinox und Klick und sowas, Absol, Galas Mogmog, Alola Raichu, Alola Knogger. Wird mal Zeit, dass ich da ein bisschen reinhaue. Ja, ich bin schon auf das nächste Event gespannt, weil ja, war jetzt nicht so spannend. Und 11.22, leider schlechter als gerade eben. Ist das Shiny dafür? Ne, auch nicht. Wir haben übrigens auch die Spezialforschung für Dezember. Das war gerade 3 Rocket-Rüppel besiegen. Können wir uns alles abholen. Aber Aufgabe 2, da müssen wir wieder leiden. Also letztes Mal mussten wir leiden, weil ich war so geizig. Ich wollte nur 1000er erlösen. Also Krypto-Pokémon, die nur 1000 Staub kosten. Deswegen hatte ich hier so lange gebraucht, weil es gab keine Radfahrt und Zubat mehr. Diesmal habe ich natürlich vorausgedacht und die angesammelt. Deswegen wird das diesmal nicht so ein Problem. Und Rain tun wir jetzt eh sowieso. Also nur 5 Tage warten. Wir haben hier mal Sierra. Ich habe jetzt sehr, sehr feste Teams gegen die zwei, die ich noch brauche. Gegen Sierra verwende ich immer einen Machomai, weil ich kein Lucario habe, einen Metagross, weil meistens Lapras in der Mitte immer kommt, und dann Despotar, weil meistens manchmal in der Mitte ein Psycho-Pokémon kommt oder am Ende. Manchmal ist es auch Hundemon, aber dann habe ich ja noch das Machomai von ganz am Anfang. Gegen Alo verwende ich 2 Raikou, weil meistens, also gegen Sichlo erstmal, und dann kommt meistens X-Bart oder noch irgendwas, was auch Flug ist. Und das dritte Pokémon kann auch Flug sein. Nur schlimm ist es halt, wenn Meta Magneson kommt als zweites. Und leider nicht Shiny. Dann funktioniert das Team gegen Alo so nicht. Achso ja, Doppel Geico und dann ein Geowatz, weil entweder ist es Dragogan oder Glurak meistens. Sherox ist auch okay, also auch gegen Sherox reicht das. Nur wenn Magneson und Sherox kommen, dann offensichtlich reicht das nicht, weil das Team ist gegen Flug. Ich mache hier mal ein Alola Knogger. Natürlich Arena-Punkte und ich brauche noch einen 100er und einen Shiny. Alola Knock eigentlich sehr begehrt. Bei mir, aber leider bei anderen nicht. Also, ja, der kommt nie zustande. Und mit dem kleinen schaffe ich es leider knapp nicht. Das heißt, ich brauche immer einen Boost, Wetterboost oder jetzt Freundschafts-Event-Boost. Nur dann kann ich ihn schaffen. Denn der Kleine ist leider nicht gut genug ausgerüstet. Er hat einen Kyogre auf Max, das ist ein 100er. Und einen zweiten, der ist noch nicht auf Max. Das war's. Und da hat er halt ein paar Garados. Irgendwelche alten Garados, die ich ihm rübergeschickt habe. Also ihr seht, 18, 16, 17 Sekunden Restzeit. Also ohne den Boost vom Event hätte ich das nicht geschafft. Ich weiß gar nicht, was 100 ist.
Wir lassen uns überraschen. Und er ist nicht shiny leider. Ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel höher als das vom Kleinen. Es ist sehr, sehr dunkel. Ich bin am alten Südfriedhof. Habe gerade ein Terrakium mitgenommen. Mit einem netten Pärchen. Grüße gehen raus. Aber nichts Besonderes gefangen. Der Kollege hatte einen 98er beim ersten Mal. Wir hatten den schlechtesten beim ersten Mal. Und jetzt gerade eben ist ein 100er Feli-Loop reingekommen. Würde mir noch fehlen. Mehr Infos zu der Map werden noch folgen. Link ist auf jeden Fall unten in der Beschreibung. Bringt euch aber nicht viel. Jetzt, wo sie technisch ausgereift ist und stabil ist, muss ich ja dafür sorgen, dass die auch an den Markt, an den Mann gebracht wird und da das Ganze vorantreiben, dass die auch am Leben bleibt und die Leute sich da hinter die Map setzen und die unterstützen. Aber das alles kommt noch in der Zukunft. Wir haben jetzt erstmal 2 Minuten Puffer für dieses 100er Feli-Loop. So, da sind wir, Leute. Ist hier direkt am Hofgarten. Oder Odeonsplatz eher gesagt. Hier vorne bei dem Stop müsste er sein. Und wir haben noch 2 Minuten, weniger 2 Minuten. Und da ist er auch schon. Goldene Berge, muss sein. Und Curveball. Und yay, ein neuer 100er. Saftig, saftig. Avicek. Babam. Das sehe ich doch gerne. Wir nehmen schnell ein Scheinungsmittel, Alter. 100er, ja, 100er brauche ich noch. 500. Und 98er Lucky habe ich. Da hatte ich mal im Video gefragt, ob ich mich erstmal damit zufrieden geben soll. Und die Leute haben geschrieben, nein. Also jagen wir den 100er. .477 ist aber kein 100er. Ist er shiny? Er ist auch nicht shiny. Seht ihr das? Da ist ein Weihnachtsmarkt. Und ich kämpfe gerade gegen Alo. Und hier ist ein Doppelraid. Terrakium. Den nehmen wir mit. Und dann war es auch für heute. Wir nehmen dann noch den langen Weg heim mit der Tram, damit wir noch ein paar Stops drehen und ein paar Geschenke sammeln. Aber ansonsten war es das für heute. Vielleicht kriegen wir ja noch einen guten. Das wäre ein netter Highlight für heute noch. Aber jetzt erstmal Alo. Ein Shiny wäre auch nice, das wäre auch ein nettes Highlight, aber der 100er an sich ist schon ganz gut. Und Moment der Wahrheit. Ein Halfstein. Die häufen sich jetzt langsam. Das war, glaube ich, mein 7. oder 8. Aber ich habe eigentlich nichts zum Entwickeln. Und nein. Ah, sich, Leute. Der Leidende. Es war doch ein recht erfolgreicher Tag gestern. Ich habe sogar ein 96er Terrakium gefangen. Attack aber nur 14. Hatte genau 21. Ja, also bisher mein Bester, aber der ist ja zum Glück noch eine Weile da. Ich hoffe da natürlich auf einen besseren. Ansonsten ein 100er Feli-Loop gefangen. Grüße gehen raus an die Münchner Map. Und da ich auch bereits dafür, ich poste das ja auch auf Instagram immer, da könnt ihr mir auch gerne folgen, bereits eine Menge Fragen bekommen habe. Das Ganze funktioniert über Telegram, da wird man benachrichtigt von den Topspawns, von den 100ern. Es gibt eine 100er Gruppe und eine Topspawn Gruppe. Da fallen 96er und seltene Sachen rein, wie zum Beispiel Goldbit, wahrscheinlich auch Little Kommalat, der Dino und sowas. Da kommt zum Beispiel auch schlechter IV, aber von diesen Sachen Benachrichtigungen. Und dann haben wir halt eine ganze Map und wie gesagt, da gibt es ein Abo für 3 Euro im Monat. Dann kommt man in diese 2 Gruppen. Es gibt sogar eine für PvP, aber die interessiert uns natürlich nicht. Da kommen dann die ganzen Sachen, die für PvP interessant ist. Da klickt man einfach drauf. Ja, und dann wird man dorthin geleitet. Dann gibt es halt noch die Map. Da ist halt alles drauf. Muss ich wahrscheinlich auch noch irgendwann mal erklären. Betonung liegt natürlich auf München. Das alles ist für München. Aber jede eigene Stadt hat es eigentlich. München ist eigentlich der letzte. Also wir sind sehr, sehr langsam und haben das jetzt alles erst uns aufgebaut in den letzten paar Monaten.
aber jede andere Stadt hat das eigentlich schon lange. Dementsprechend müsst ihr euch da informieren. Und mit informieren meine ich nicht mich fragen, denn ich habe keine Ahnung von den anderen Städten. Also schon, aber ich bin nicht der richtige Ansprechpartner. Und hier sieht man halt alles. Giovanni's, Rocket Stops, Quests, Raids, Arenen und so weiter und so fort. Also, Münchner, spendet's, supportet die Map. Und damit ist halt nicht nur die 100-Jagd gemeint, sondern eben auch wirklich alles andere. Und ich bin mir sicher, ihr verwendet mindestens einen Teil davon. Sei es nur die Raids, sei es nur die Quests und so weiter und so fort. Sehe ich ständig irgendjemand in der Gruppe, fragt dann, hey, habt ihr heute Giovanni gesehen? Hey, wo gibt's denn heute Pandir-Quest? Und irgendjemand postet, ja, die Information aus der Map. Aber supportet die Map nicht. Weder der, der es postet, noch der, dem es gepostet wird, also für den es gepostet wird. Was ist da los, Leute? Supportet's mal, wenn ihr schon den ganzen Tag, die ganze Zeit die Map verwendet. Egal, was für Quests, Raids oder 100er oder Arenen oder Rocket Subs ist. Das alles benötigt Arbeit. Diese ganze Information kommt nicht von irgendwelchen kleinen Elfen, die jeden Abend da die Information einfügen und durch Zaubern dann die Map voll ist mit den ganzen Informationen. Das kostet Zeit, Geld und Arbeit, Leute. Und wenn ihr diese Arbeit nicht unterstützt, dann haben wir diesen Luxus nicht mehr lange. Dann geht zurück in die Steinzeit, in die Zeit, wo wir alle gelitten haben, wo wir nicht mal gescheit Raid-Touren machen konnten, weil wir nicht wussten, wo Raids sind, wo wir manuell in den Gruppen posten mussten, wo man ein Pandir und so entdeckt hatte. Wollt ihr zurück in diese Steinzeit? Liegt an euch, Münchner. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Ich bin froh und supporte die gerne, denn sonst hätte ich das 100er Fehlilu nicht bekommen. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.